Herzlich willkommen bei unserer Reihe Millefiori für Anfänger. Ich bin Angelika. Dies ist Video Nummer 5 besagter Reihe und wer jetzt heute neu dabei ist, hier oben gibt es einen Link zur Playlist, dann könnt ihr euch die 4 vorangegangenen Videos anschauen. Es geht darum, dass wir gemeinsam ein Millefiori-Objekt nähen. Eines nähe ich für mich, das ist eine Weste. Eines nähe ich für euch, das wird am Ende der Reihe verlost. Das wird ein Kissenbezug werden. Ich habe euch im letzten Video gezeigt, wie ihr einen Papierentwurf macht und wie ihr darauf jetzt euer Muster zeichnen könnt. Ich habe vom letzten Projekt hier eine Zeichnung. Da habe ich mir ein Ornament überlegt. Und weil ich mir nicht ganz sicher war, wie es wirkt, wenn ich die Stoffe so oder so zusammennähe, habe ich mir eine farbige Skizze gemalt. Das ist also gedacht, dass ihr das auf eurem Projekt Schnitt macht. Heute zeige ich euch eine Software. Es ist eine Freeware, die könnt ihr aus dem Internet kostenlos herunterladen und auf eurem Computer installieren. Ich zeige euch, wie ihr nun einen Kissenbezug, also einen Entwurf für den Kissenbezug machen könnt und dann könnt ihr online eure Blümchen da einzeichnen. Und dazu nehme ich euch jetzt mit an meinen Laptop. Ich habe das Programm jetzt aus dem Internet heruntergeladen. Das kann ich euch leider nicht zeigen, denn in meinem Nähzimmer gibt es keinen Internetanschluss. Die Programme, die ich öfter brauche, da lege ich mir gerne ein Symbol hier unten in die Taskleiste. Also dieses hier. Und wenn ich das anklicke, dann öffnet sich zunächst dieses Fenster. Ich wähle jetzt ein neues leeres Projekt erstellen und dann kommt dieses Fenster. Jetzt gibt es hier freier Entwurf und regelmäßiges Muster. Ich wähle regelmäßiges Muster. Dann erscheinen hier Quadrate. Wir wollen aber Hexagone nähen, also Sechsecke. Und die habe ich hier Hexagone senkrecht. Oder Hexagone waagrecht. Das könnt ihr wählen, wie ihr das lieber möchtet. Ich habe mich für Hexagone waagrecht entschieden. Nun fragt er insgesamt, wie groß das gesamte Objekt sein soll. Und er fragt, wie groß jedes einzelne Hexagon sein soll. Hier seht ihr einen kleinen roten Pfeil. Das ist im Video jetzt wahrscheinlich sehr klein, aber hier ist ein Pfeil. Und zwar ist das die Kantenlänge des Hexagons, die er nun hier abfragt. Hier ist vorgeschrieben 5 cm. Hier steht Vergleiche roter Pfeil. Dieses hier. Und da könnt ihr nun jeden beliebigen Wert eingeben. Ich persönlich möchte ein Hexagon nähen, das von hier bis hier oben 6 cm hoch ist. Das bedeutet, die Hälfte davon ist 3 cm. Und er fragt jetzt aber nicht nach der Höhe, sondern er fragt nach der Kantenlänge. Und die Kantenlänge meines Hexagones, die kenne ich nicht. Es gibt kein Patchwork-Projekt ohne Mathematik und ohne Geometrie. Da ich die Formeln für Hexagone nun auch nicht im Kopf habe, bin ich ins Internet gegangen und habe mir dieses hier per Screenshot herausgeholt. Ihr seht, ich war bei Wikipedia. Ich habe Hexagon oder Sechseck eingegeben als Suchbegriff und habe dann unter anderem diese Formeln hier gefunden. Aber keine Angst, ihr müsst das jetzt nicht auswendig lernen. Wie gesagt, mein Hexagon soll von hier bis hier 6 cm haben. Das bedeutet, es hat von hier bis hier 3 cm. Also das Ganze hat 6 cm, die Hälfte hat 3 cm. Das Programm fragt nach diesem Wert hier und der ist hier A. Das hier ist A. Und ich habe aber diesen Wert hier und der ist
RI, hier ist es, das rote hier. Diesen Wert hier habe ich, das sind bei mir 3 cm. Und diesen Wert hier, den suchen wir. Das ist dieser Wert hier und den nennen Sie hier A. RI habe ich, A suche ich. Und wenn ihr das nun, dieses, ihr euch wegdenkt, so, dann steht hier, RI ist ungefähr 0,866 mal A. Ich habe das einmal herausgeschrieben. RI ist ungefähr 0,866 mal A. Diese Formel kann ich umstellen, indem ich durch 0,866 teile. Dann habe ich RI durch 0,866 ist ungefähr A. RI in meinem Beispiel ist 3 cm, die Gesamthöhe ist 6, durch 2 ergibt 3, das ist mein RI. Ich habe also RI 3 cm, durch diesen Wert ist ungefähr A und habe ausgerechnet, das ist 3,464. Das runde ich jetzt auf 3,46. Und den Wert gebe ich nun hier ein. So, wir haben also unsere Hexagongröße gewählt. Nun brauchen wir noch die Gesamtgröße des Projektes und es soll 80 x 80 cm groß werden. Das kann ich also jetzt hier eingeben. Das ist schon drin. Okay, das habe ich schon beim letzten Mal eingegeben, deshalb hat er das schon übernommen. Jetzt geht das natürlich nicht so ganz auf. Das heißt, ich habe jetzt hier 79,58 mal 77,89. Das liegt daran, dass er mir hier ganze Hexagone zeichnet und das letzte auch ein ganzes sein soll und eben nicht angeschnitten. Das macht aber nichts bei unserem Kissen. Da fehlen 2 cm und hier fehlen ein paar Millimeter. Hier fehlt 1 cm und ein paar, nein, 2 cm und ein paar Millimeter. Also ich denke, damit können wir leben. Das ist ja jetzt sowieso erstmal nur für den Entwurf. Jetzt gehe ich auf OK. Und dann bringt er mir dieses Fenster. Das ist jetzt aber nicht der ganze Entwurf. Das ist also nun das Fenster und das müsst ihr euch jetzt so zuziehen. Also ich kann dieses Fenster auf die maximale Größe ziehen und dann hier mit diesem Regler also das so einstellen, dass ihr das gesamte orangefarbige Objekt nun hier in diesem Fenster sehen könnt. Dann habt ihr alle Hexagone sichtbar. Ich mache das so groß, wie es geht. Und schiebe dann hier mit diesem Regler okay, der macht das nur ruckartig. Also das ist die größtmögliche Größe, die ich nun bekommen kann. Und hier oben kann man dann sehen, ihr habt jetzt hier 17% steht hier. Das heißt, diese Hexagone sind ja nicht 1 zu 1, sonst müsste das ja 80 cm haben. Und nun könnt ihr hier Hexagone zeichnen. Ihr seht, der Cursor ist nun ein Farbeimer. Ihr könnt euch also jetzt hier eine Farbe holen. Ich nehme mal eine dunkle. Und dann könnt ihr malen. Und dann nehme ich mal was Helles. Und dann könnt ihr durch einfaches Anklicken hier zeichnen. Und dann könnt ihr hier noch einen zweiten Ring zeichnen.
Dann könnt ihr wieder ein dunkles Zentrum machen. Und ein zweites Blümchen oder eine zweite Rosette zeichnen. Das könnt ihr nun machen, wie ihr möchtet. Das Gerumpel ist eine meiner Katzen, die auf den Tisch gesprungen ist. Und dann machen wir mal ein rotes. Also ihr könnt nun viele kleine Ornamente zeichnen. Ihr könnt aber auch natürlich eine große zeichnen. Also hier noch einen dritten Ring drum zeichnen. Es ist euer Entwurf und es ist eure Entscheidung, wie ihr das machen möchtet. Ihr könnt das unregelmäßig machen. Ihr könnt das auch regelmäßig machen. Und ihr könnt in die Ecken gehen und angeschnittene Rosetten zeichnen. Also, da könnt ihr euch jetzt Muster zeichnen, wie ihr das möchtet. Das wäre jetzt ein unregelmäßiger Entwurf. Ihr könnt aber natürlich auch regelmäßige Hexagone, also ein regelmäßiges Muster zeichnen, zum Beispiel so. Und dann nehmen wir, weiß ich nicht, welche Farbe ich hatte, egal, nehmen wir diese Farbe. Und dann nehmen wir Gelb. Das ist die Hintergrundfarbe hier. Und so könnt ihr die ganze Fläche auch mit regelmäßigen Blümchen bestücken bis hier oben. Und könnt einfach kleine Blümchen nähen, ihr könnt große Blümchen nähen. Also, das ist euer Entwurf, das macht ihr, wie ihr das möchtet. Wie gesagt, ich mache keinen Entwurf vorab, sondern ich wähle mein Material und entscheide dann. Ich denke, ich werde euer Projekt mit unregelmäßigen Rosetten befüllen, also nicht so ein regelmäßiges Muster machen. Es sei denn, ihr schreibt mir in die Kommentare, dass ihr das lieber haben möchtet. Es ist euer Projekt und ihr seid der Chef und ihr sagt, was gemacht wird. Wenn ihr dann nun dieses alles gemacht habt, ihr könnt natürlich mehrere Entwürfe machen, dann könnt ihr diesen Entwurf speichern. Hier oben auf Datei. Speichern unter und dann natürlich, wo er hin soll. Also in meinem Fall gehe ich jetzt auf meine Ex-Festplatte ins Jahr 2020. Millefiori für Anfänger, Video 5 und nenne das Videoentwurf speichern. Und wenn ich dann in mein Projekt hineingehe, dann habe ich hier den Videoentwurf und kann mir das jederzeit wieder öffnen. Wenn ihr nun einen Entwurf habt, dann könnt ihr damit verschiedene Dinge machen. Also hier steht Entwurf, man kann den bearbeiten, man kann auf Farben gehen, dann erscheint die Palette, dann könnt ihr wieder malen. Man kann markieren und man kann benennen. Wenn man das Ganze ausdruckt, dass man auch weiß, was man da hat. Man kann das jetzt hier, glaube ich,
Okay, ja doch, also man kann da den Entwurf, man kann da allerhand machen. Also was da alles möglich ist mit dem Programm, das müsst ihr dann ausprobieren. Ich wollte euch jetzt nur das Zeichnen des Entwurfes zeigen. Man kann das Ganze dann drucken, irgendwo bearbeiten, Datei drucken. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dann kann man hier Schablonen drucken, Druckvorschau. Dann zeichnet er euch ein einzelnes Hexagon. Man kann Paper Piecing, Druckvorschau, kommt das gleiche. Entwurf, Druckvorschau. Dann druckt ihr euch das auch. Also wenn ihr einen Farbdrucker habt, könnt ihr es auch ausdrucken. Und wir haben noch Stofftabelle, Druckvorschau. Da drückt ihr euch die Farben und sagt euch, wie oft ihr welches Hexagon braucht. Also ihr seht, mit einer solchen Software lässt sich allerhand machen. Wie gesagt, das Programm hat noch wesentlich mehr Funktionen, als ich euch jetzt hier gezeigt habe. Probiert es aus, spielt ein bisschen. Ich habe im Internet geschaut und auch noch eine Anleitung gefunden. Das ist eine PDF-Datei. Ich mache euch die Links sowohl für den Download als auch für die PDF-Anleitungsdatei unten in die Beschreibungsbox unterm Video. Das ist ein Dokument mit 21 Seiten, Handbuch für den Quiltassistenten. Das ist ein bisschen Beschreibung. Hier sind dann die Bilder. Das ist jetzt eine Beschreibung für eine andere Funktion. Ein neues Projekt beginnen, nach einem Bild suchen, was jetzt hier beschrieben wird. Das, was ich euch jetzt gezeigt habe, wird hier nicht beschrieben. Das ist das, wenn ihr dann nicht nur ein Hexagon, also eine Form habt, so wie jetzt in unserem Fall, sondern verschiedene, dann druckt ihr euch die verschiedenen Formen aus und dann kann man danach den Stoff zuschneiden. Ihr könnt die Hexagone also ausdrucken lassen. Ihr könnt sie auch zeichnen auf Papier. Es hat ja nicht jeder einen Drucker. Also da wird allerhand erklärt. Da kann man auch noch komplexere Muster zeichnen. Also, ihr habt ein neues Werkzeug und damit könnt ihr allerhand machen. Spielt ein bisschen damit, findet es heraus und nutzt es. So, nun wisst ihr eine ganze Menge mehr. Entschuldigt bitte, dass die Bildqualität so ein kleines bisschen schlecht ist. Wenn ich von dem Laptop mit der Kamera filme, dann sieht man so diese Gitter des Bildschirms, was man sonst nicht sieht. Ihr habt jetzt einen Entwurf mit Hexagonen, aber die sind ja ganze Hexagone. Wir möchten aber ja unter Umständen Hexagone teilen und Muster nähen. Das geht jetzt mit diesem Programm nicht, oder zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie. Wenn ihr da weiterkommt als ich, dürft ihr mir gern schreiben, wie das geht. Wenn ihr Fragen dazu habt noch, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt dann die ersten Bilder kommen von euren Entwürfen. Also ihr dürft Bilder schicken zu jedem Zeitpunkt des Projektes. Ihr dürft auch mehrere Bilder schicken und mehrere E-Mails im Laufe des Gesamtprojektes. Ich habe euch jetzt eine Funktion dieses Programmes gezeigt. Wie gesagt, es gibt noch mehr. Ich habe es bisher für etwas anderes genutzt. Und zwar lassen sich damit auch gesamte Muster machen. Nicht nur für Hexagone, für Sechsecke, aber dafür habe ich es bisher genutzt, um solche Projekte zu entwerfen oder dieses hier, damit man einfach eine Vorstellung hat, wie das wird und nicht beim Nähen. Man kann einen Entwurf auch zeichnen ohne Programm und dann
Wenn man ein bisschen, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, kann man es auch ohne Entwurf, aber zum Lernen, wie das alles funktioniert und wie Muster nachher wirken, wenn ich die Stoffstücke so oder so zusammensetze, wie das ein Muster gibt, ob das einen Stern gibt oder ob das. Also probiert es einfach aus. Wenn ihr mehr zu diesem Programm wissen möchtet, also wie gesagt, diese Funktion, dann schreibt es auch unten in die Kommentare, dann mache ich da mal ein Video und nähe ein Projekt danach im Anschluss an diese Projektreihe jetzt. Nun war das heute ein sehr langes Video. Ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zeichnen eurer Entwürfe und beim Nachdenken und beim Materialsuchen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr Hexagone mit Hilfe eines Winkelmessers auf Papier oder Pappe zeichnet. Und dann haben wir unsere Schablonen. Mehrere verschiedene Schablonen werden wir zeichnen in jeder beliebigen Größe. Das wird das nächste Video sein. Ich wünsche euch gottesreichen Segen bei all euren Projekten und bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Video. Eure Angelika.